Eine neue Woche und wie könnte die besser beginnen als mit einer Sendung TAF, oder? Also los geht's, wir haben unter anderem diese Themen. Das und noch viel mehr gibt es gleich bei uns. Bis gleich. Bis gleich. Ab heute wird in mehreren Bundesländern die Impfpriorisierung aufgehoben und Experten diskutieren aktuell über eine mögliche dritte Corona-Impfung. Ja, und da fragen sich natürlich viele, wie komme ich denn jetzt an meine erste Impfung? Wir haben für Sie im Impfchaos mal die ganzen Fakten zusammengefasst. 27 Jahre lang waren sie zumindest nach außen hin das schwerreiche Traumpaar der Tech-Branche. Die Rede ist von Bill und Melinda Gates. Ja, jetzt kommt raus, der Microsoft-Gründer war alles andere als ein perfekter Ehemann. Sein Saubermann-Image war angeblich nur Show. Tja, über ein Jahr Corona-Krise, über ein Jahr Lockdown und Co., da sind ja Sätze wie immer schön positiv bleiben oder es könnte alles noch viel schlimmer sein, Dauerbrenner, um nicht komplett durchzudrehen. Ich sehe das ehrlich gesagt genauso, ne? Aber genau vor dieser Einstellung wird jetzt gewarnt, die sogenannte Toxic Positivity soll sogar krank machen. Warum das so ist und viel wichtiger, was man anders machen soll, bitteschön. Ach Leute, weißt du was, ich bleib einfach positiv hier zum Beispiel in der Zukunft. Urlaub, wie wär's mit Campen? Das ist ja gerade wirklich total am Boom. Ist auch einfach schön, ne? Ravioli vom Campingkocher, grölende Jugendbanden und irgendwelche dauercampenden Rentner. Ja, für unsere neue Wochenserie haben wir Camping-Rookies mal über die Schulter geschaut. Deswegen sagen wir jetzt viel Spaß bei Let's Go Camping. Ja, das wird noch sehr lustig. Aber hier geht es jetzt auch sehr interessant weiter. Wir sprechen nämlich jetzt über Influencer und Werbung. Das ist ja manchmal so, da hat ein Experiment in den letzten Tagen für ordentlich Schlagzeilen gesorgt. Ja, YouTuber Marvin Wildhage, der hat sich einen kleinen Scherz erlaubt, um die Netzwelt zu enttarnen. Und das fanden sehr viele nicht so lustig. Wir haben mal mit ihm drüber gesprochen. Ja, bei uns geht es jetzt weiter mit heißen Küssen und einer emotionalen Posthumehrung. Und zwar bei den MTV Movie und TV Awards. Alles dazu gibt es jetzt im TAF Klatsch. Tja, und so geht es hier bei uns weiter. Diese Themen haben wir gleich für Sie. Oh, da sind wir aber schon gespannt, ne? Bei unserem Gewinnspiel ist wirklich alles sowas von hui. Wir haben nämlich gerade Gaming-Woche hier bei TAF. Da können Sie täglich eine von 40 heiß begehrten PlayStation 5 gewinnen. Einfach anrufen 01379 788 788 und Sie hören sofort am Telefon, ob Sie gewonnen haben oder nicht. Wenn Sie mehr Lust haben auf 2500 Euro, dann machen Sie jetzt mit bei unserem SMS-Gewinnspiel. Dafür einfach eine SMS an 3x4, 3x1 mit dem Kennwort TAF schicken. Sie können natürlich auch bei beidem mitmachen. Abgefahren. Und auf beides absahnen. Bis Wir drücken Ihnen ganz fest die Daumen. Da sind wir wieder zurück bei TAF live aus München mit Dingen, die man sich kauft und wo man sich dann danach fragt, wie konnte ich eigentlich jahrelang ohne auskommen? Ja, und dann fragt man sich, hat das Ganze vielleicht sogar eine Kehrseite? Ja, wir haben heute mal wieder unsere Expertin Tina V. gefragt. Die hat nämlich für uns so Beauty-Helferlein getestet. Ja, wo lohnt es sich, Kohle zu investieren und wo ist es nur rausgeschmissenes Geld? Das klären wir jetzt. Tja, da sind wir wieder bestens informiert, ne? Hier bei TAF immer auf dem neuesten Stand, natürlich auch was Klamotten und Einrichtungstipps angeht, richtig? Hier die Trends. Ja, auf jeden Fall, auch wenn uns das Wetter gerade hängen lässt, der Sommer steht ja in den Startlöchern quasi, deswegen zeigen wir jetzt, welche Retro-Teile mega angesagt sind und wie sie ihre Wohnung schön stylen. Hier ist nämlich unser TAF-Trend. Guck, zack, wissen wir Bescheid. Und eine Sache müssen wir an dieser Stelle einfach mal sagen, weil wir haben ja wirklich ein sehr cooles Team hier bei TAF. Aber dieser Beitrag gerade, der war von ganz besonderen Menschen, von unseren Azubis. Ja, komplett allein geplant, gedreht, geschnitten, produziert. Und da muss man echt sagen, richtig cool geworden. Hut ab von unserer Seite. Daumen hoch. Aber wir haben noch was, ne? Jetzt kommt nämlich das Gewinnspiel, hätte ich jetzt fast vergessen. Wir haben nämlich gerade Gaming-Woche bei TAF. Da könnt ihr täglich eine von 40 heiß begehrten PlayStation 5 gewinnen. Einfach anrufen, 01379 788 788. Und da, was muss man noch? Oder hier, TAF per SMS an 3x4x1 schicken und dann erfährt man direkt am Telefon, ob man gewonnen hat oder nicht. Ja, das stimmt. Aber man kann sich auch für 2500 Euro entscheiden. Das ist nämlich unser SMS-Gewinnspiel. Dafür einfach eine SMS, wie du gerade gesagt hast, mit TAF an 3x4x1. Und ja, man kann natürlich auch bei beidem mitmachen und auch beides gewinnen. Was also, wir drücken die Daumen. Bis gleich. Da sind wir zurück bei TAF live aus München mit einem echten Klassiker. Ne? Wer kennt es nicht? Das Kultspiel Stadt, Land, Fluss. Liebe ich. Ich auch. Deshalb spielen wir es ja jetzt auch. Genau, deswegen spielen wir es. Nina Morgadam ist nämlich für uns wieder unterwegs und sucht Kandidaten, die Lust auf 50 Euro haben. Sie zu Hause können zwar nichts gewinnen, aber dafür können sie mitraten. Und deswegen sagen wir jetzt ganz viel Spaß.
So, das war's schon wieder von uns. Ging schnell rum heute, ne? Ja, wir sehen uns aber schon morgen wieder. Also nicht traurig sein. Hast gerade gesehen, das war das wunderschöne Köln mit so schlauen Menschen. Schönen Feierabend. Ciao. Bis morgen. So. Jetzt mach's.